So, hallo, sehen wir uns jetzt einmal an, wie die Internetmarketer mit der Psychologie des Kunden spielen. Also, wir haben hier Heiko Häuslers Verkaufsseite. Er verwendet Video. Das Video von ihm ist aufwendig, hochwertig wie sein Produkt. Damit macht er Interesse und spielt darauf an, wie hochwertig das Produkt ist, das er anbietet. Deshalb kann er auch einen angemessen hohen Preis verlangen. Dann gehen wir weiter zu Mario Schneider. Seine Verkaufsseite und sein Video ist einfach, aber überzeugend. Er erzählt einfach seine Geschichte, wie er angefangen hat mit Internetmarketing und was er daraus gemacht hat. Dann gehen wir weiter zu Ralf Schmitz. Er hat noch den Launch laufen. Das sehen Sie, in 1 Stunde, 1,5 Stunden beginnt der Verkauf. Er hat auch ein hochwertiges Video. Und weiters spielt er mit der Psychologie, dass man etwas haben möchte, was noch nicht zum Verkauf steht. Und deshalb so kommt er an die E-Mail-Adressen der Besucher, die sich für sein Produkt interessieren. Und jetzt kommen wir zu Mario Wolosch. Er ist eigentlich der Meister mit dem Spiel der Gefühle des Käufers. Also, wie ich feststellen konnte, hat jeder Internetmarketer benutzt seine Tools, denn er verkauft genau das, mit dem alle Internetmarketer die Psychologie des Käufers, des Kunden beeinflussen. Das sind seine Produkte, das Split-Test-Tool, Feedback-Tool, Exit-Lightbox-Tool, spielt alles auf die Psychologie ab, die ganzen Produkte von ihm. Und weiters, Mario Wolosch, er benutzt mehrere Techniken in seinen Verkaufsseiten. Also zum einen macht er Druck auf die Kunden, damit die eine sofortige Kaufhandlung setzen. Er suggeriert den Kunden ein, dass sie etwas bald nicht mehr haben können. Also mit diesem Spiel der Psychologie umwirbt, umgarnt er die Kunden und verleitet ihn früher zu einer Kaufhandlung. Also Sie sehen, alle Verkaufsseiten sind mit Video, denn Videos überzeugen, wecken das Interesse auf mehr und Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Leider ist es so, die Internet-User sind extrem faul. Deshalb lange Verkaufsseiten werden nicht gelesen. Da ist es ein Video anzusehen umso leichter. Und in dem Video zum Kauf zu verleiten. So, das war ein kurzer Überblick, wie die Internetmarketer, die deutschen Internetmarketer mit der Psychologie des Kunden spielen. So, lesen Sie den Artikel noch weiter und viel Spaß damit.